Ja, krass, oder? Das ist mal ein richtig tödlicher Kalender. Da will er uns ja wirklich alles umbringen. 6 Rennen mit einer tödlichen Unfallwahrscheinlichkeit von über 40%. Holy shit. Da habe ich gleich mal reingeschissen in der allerersten Aktion in der Saison. Strike. Ja, Pole-Position, juhu, ich hab die Pole, danke, Team. Achievement gibt's auch. Und der Senna hasst alles gerade. Let's go. Saison startet. In Brasilien von 1 und 3. Es geht los. Montaberger saust los. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Gentlemen, start your engines, please. Leute, es geht los in die neue Formel 1-Saison. Formel 1 1994 haben wir hier am Start mit Williams und Senna sowie Berger. Und dann haben wir noch den Vachi von Red Bull und die Jones. Schauen wir uns nochmal die Teams an. Das ist das Team. Dann schauen wir uns nochmal die Rangliste an. Senna Berger, das sind dann übrigens auch unsere Farben, die wir gleich sehen werden auf der Strecke. Schumacher, Verstappen, Alesi, Hill, Häkkinen, Brundle, Irvine, Barrichello, Panis, Herbert, Blundell, Katayama, De Cesaris, Frentzen, Fittipaldi, Morbidelli, Ratzenberger und Larini sowie die Teams Williams, Benetton, Ferrari, McLaren, Jordan, Lechet, Tyrrell, Sauber, Footwork und Minardi. Wir haben kaum mehr Geld, $2 noch übrig, alles andere sonst reingeballert in hauptsächlich Motoren. Da mal schön reingeflext und einen fetten Motor gebaut. Zwei ganz gute Motoren, glaube ich. Da sind wir sehr gut dabei beim Motorenbauen. Da gibt es einen guten Bonus für uns. Ja, und dann haben wir auch noch hier ein neues Handling-Teil gebaut. Schauen wir uns noch den Rennkalender an. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Rennen in dieser Saison. Und das wird bunt durchgemischt. Es fängt offenbar an mit Brasilien, was sehr geil ist. Perfekter Saisonauftakt. Würde ich so unterschreiben in echt. Wenn nicht Saisonende, dann Saisonauftakt. Und wir haben verschiedene Eigenschaften. Die dünne Luft führt dazu, dass die Motoren nicht so viel Sauerstoff erhalten. Motorleistung minus 25, Fahrgestellleistung plus 50. Ist geil, dass wir auf die Motoren gegangen sind. Fuck. Holprige Strecke, verlieren Leute Kontrolle über Auto, Unfallwahrscheinlichkeit plus 20%. Gegen den Uhrzeigersinn, das ist relativ egal. Und nass, die Strecke befindet sich in typischer Regenregion. Nehmen Sie Gummistiefel mit. Verwendet das Wettwettermuster. Okay. Ja, dann haben wir als nächstes Francis Hollow. Ja. Brands Hatch vielleicht, weiß ich nicht genau. Dann den Fasca Park, also Olden Park, würde ich mal tippen. Hier übrigens eine gefährliche Strecke. Tödliche Unfallwahrscheinlichkeit bloß 50%. Ja, es gibt Tode in dem Spiel. Das wird richtig krass. Und Kälte haben wir auch nochmal. Krass. Also Olden Park, hui, es wird heftig. Dann haben wir hier Belgien. Zolder, glaube ich. Nass und holprig. Dann der gute alte Hockenheimring, der ist vor allem gefährlich mit einer tödlichen Unfallwahrscheinlichkeit plus 50%. So eine geile Strecke. Retarcito in Spanien, das ist Barcelona. Das ist sacklangweilig. Soll vielleicht auch noch dabei stehen, neben trocken und schmal. Hat man ja im ersten Rennen uns schon angeschaut. Dann haben wir Imola, immer wieder geil, gegen den Uhrzeigersinn und auch tödlich. Holy shit, da ist ja alles tödlich, da mag uns ja alles umbringen. Geht nämlich weiter mit Monza, wenn wir schon in Italien sind. Die Hauptstütze, Chance im Kalender zu erscheinen, plus 200%, okay. Breit und auch tödlich. Dann haben wir Fuji in Japan, nass und auch tödlich. Und dann noch der Abschluss in Monaco. Mit einer auch erhöhten Unfallwahrscheinlichkeit. Es ist sehr schmal. Was auch nochmal die Unfallwahrscheinlichkeit erhöht. Das heißt, da sind wir eigentlich auch wieder bei plus 40%, was es auch wieder tödlich macht. Und es ist immer im Kalender. Kronjuwel. Da können wir uns die Kronjuwelen zeigen. Ja, krass, oder? Das ist mal ein richtig tödlicher Kalender. Da will uns ja wirklich alles umbringen. Die erste Strecke ist doch so, juhu,
nö, chillig. Und die, dann geht's richtig los mit den ganzen Tödlichen hier. Krass, krass, krass. 1, 2, 3, 4, 5, das kann man auch dazu rechnen, 6 Rennen mit einer Unfallwahrscheinlichkeit von, mit einer tödlichen Unfallwahrscheinlichkeit von über 40%. Holy shit. Na gut, aber der Rennkalender gefällt mir eigentlich ganz gut. Sehr schön eigentlich. Es ist alles dabei, vor allem Imola, und dann ist ja immer schon ein geiler Rennkalender. Ja, schön durchgemischt. Dings hier würde ich noch austauschen vielleicht. Wo ist es? Silverstone? Ach, hat man gar nicht. Ah, sehr schön. Brav. Und Barcelona natürlich. Das gehört weg. Let's go! Andras Rolando Qualifier. Und es ist natürlich sinnflutartig bis zu regnerisch weiter. So, wie sieht's denn aus? Eine kleine Hochrechnung sehen wir da, regnerisch, ja. Aber weil es so sinnflutartig pisst, sehen wir da hinten schon das Wetter. Und selbst wenn es dann nur mehr regnerisch ist, ist halt immer noch krass genug. Das heißt, ich muss am Anfang meine Leute rausschicken. Es war sogar gerade ein Fail, glaube ich, weil theoretisch könnte man noch auf Intermediate rausfahren. Und das wird auch mal der Fahrer Nummer 2, der Gerci, machen. Aber gucken wir mal. Schauen wir mal, wie es sich ausspielt. Wer recht hat. Der Wet-Fahrer oder der Inter-Fahrer. Ja. Sieht schon eindeutig aus, als wird es der Gerci schaffen. Da habe ich gleich mal reingeschissen in der allerersten Aktion in der Saison. Strike. Das Rennen lässt sich aber nicht abschütteln. Ist trotzdem noch ein großartiger Weltklasse-Fahrer, um das irgendwie auszugleichen. Versucht er zumindest. Schauen wir mal, wie sich das gleich ausspielt, wenn sie in ihre gezeitete Runde gehen. Na, sieht schon so aus, als würde der Berger da was Gutes hinliefern. Besser als Ratzenberger, besser als Katayama immerhin. Sehr gut. Ja, sieht gut aus. Sehr gut sieht's aus für Berger. Und da haben wir dem Berger einfach mal die Pole Position geschenkt. Möchte man sagen. Hill im Williams kommt nicht ran. Das ist übrigens ein bisschen schwer zu sehen hier. Was jetzt Williams ist und was hier unten sauber ist von den Farben. Wie auch... das mit Schumacher ist auch nicht so leicht zu lesen. So, Senna. Sobald du in die Box kommst, Kollege, schicke ich dich wieder raus. Der Berger kann ich auch nochmal rausschicken. Nochmal auf Inter. Und Senna kriegt auch diesmal Inter. Wollen wir mal nicht so sein. Es ist, glaube ich, schon zu spät für Inter. Aber let's try. Probieren wir es einfach. Vielleicht klappt es ja. Lass mal schnell vorlaufen. Jetzt machen wir es ein bisschen reduziert, wo es jetzt an die schnelle Runde geht. Holy shit, wer ist denn da gerade vorbeigesaust? Wer war Alesi? Okay, ja. Die Wet-Reifen scheinen gerade viel besser zu sein. Ja, jetzt werden wir aufgefressen. Es gibt keine Verbesserung mehr. Hill verbessert sich nochmal. Dann kommt er vorbei am Senna, ja. Schumacher aber nicht. Alrighty. Ja, gut. Nochmal auf Waldreifen. Senna. Auch gleich nochmal Waldreifen. Solange es noch nicht richtig krass nass ist, versuche ich das einfach, dass wir noch ein bisschen Zeit drinnen haben. Könnte sich nämlich der Senna nochmal verbessern. Nee. Weiß. Ja, sind alle weiße Zeiten. Die sind alle weiß. Da bringt es im Moment gar nichts, nochmal rauszugehen. Okay.
Dann lass mal einfach mal vorlaufen die Zeit. Da pisst's gerade richtig sinnflutartig. Ich glaube, jetzt pisst ein bisschen weniger, die Strecke ist aber halt immer noch nass und das erkennt man wirklich sehr gut an den ganzen Sektorzeiten und die sind halt alle in weiß gehüllt. Man könnte schon durchaus sein, dass hier so ein Morbidelli vielleicht nochmal einen grünen Sektor rausholt oder irgendwer da hinten, weil die halt noch nicht so gute Rundenzeiten haben, aber da gerade die ersten hier überall nur weiß. Für Verstappen richtig schlecht. Oh, Andrea De Cesaris ist verunglückt. Und das ist das Ende vom Qualifying. DNF für De Cesaris. Im ersten Qualifying. Ja, und der Berger holt die Pole Position. Gerci. Senna flucht, er steigt bitterböse aus dem Auto raus und sagt, what the fuck, was zur Hölle? Wolltet ihr denn da machen mit mir? Wieso kriege ich denn da plötzlich Wettreifen? Der ist stinkesauer, der Kollege. Aber ja, vielleicht kann ich mir das jetzt irgendwann mal einprägen. Es ist nämlich echt schwer zu sehen, finde ich. Ab wann es Intermediate-Wetter ist und ab wann es Wet-Wetter ist. Weil, dass es hier hellblau ist, da dunkelblau, da wieder hellblau und da dunkelblau, das sagt nur was über die Regenintensität aus. Oder einfach, dass es halt geviertelt ist. Damit man es halt leichter lesen kann. Aber ich würde mal tippen, wenn das hier bei der Hälfte ist von diesen Balken, dann ist es noch Intermediate und darüber dann Wet, tippe ich jetzt mal. Aber wir werden es eh sehen. Aber zumindest habe ich jetzt mal einen Anhaltspunkt, einen groben. Das war mir bisher noch nicht ganz klar, wie man vielleicht gemerkt hat. Ja, Pole muss ich, juhu, ich habe die Pole, danke Team. Achievement gibt's auch. Und der Senna hasst alles gerade. Ja, Hill hat es irgendwie auf Platz 2 geschafft. Im Ferrari. Hat sich schon mal ausgezahlt für ihn. Schumacher. Und dann Alesi und Larini. Larini im Minardi. Krass, was haben der Larini für Werte? Im Minardi so geil vorne zu sein. Müsste ich mir nochmal anschauen, hier die Werte vom Nicola Larini. Ist ja krass, wie gut er da dabei ist. Es gibt übrigens keine 107%-Regel. Das war damals eine Regel, dass man innerhalb von 107% Speed des Führenden sein muss, weil ansonsten darf man nicht teilnehmen. Aber wir haben hier Abstände von 16%. Das heißt, die werden alle am Rennen teilnehmen, aber es ist halt schon krass, wie scheiße so ein Morbidelli da hinten im Footwork ist. Oder De Cesaris im Sauber. Und ja, Verstappen mit Benetton. Krass. Der hat es ja gar nicht hinbekommen. Hat aber vielleicht auch, ist vielleicht auch zu spät losgestartet. Das kann auch sehr gut sein bei dem Regen. Weil da hatte man ja eine Runde oder vielleicht eine zweite Runde, wo man ballern konnte und sonst war es das. Berger und Senna. Ja, geil. Auf 1 und 3. Der Gerci. Sehr schön. Freut mich für den Gerci. Da ist es nur bedeckt, die Strecke trocknet langsam ab bevor und vorher ballert so richtig. Wird spannend, das Rennen. Trommelwirbel sind wir in der nächsten Folge. Nee, Spaß, das machen wir jetzt noch. Hauen wir rein. Berger und Senna von 1 und 3. Das Wetter. Ja, ich würde jetzt mal sagen, logisch wäre auf Intermediate zu starten, aber da es sich so schnell verschlechtert, wäre es dumm auf Intermediate zu starten. Also jetzt nur allein vom Bike würde ich sagen, ist Interwetter. Mal schauen, ob die KI dumm ist und das macht. Aber es wird so schnell nass, dass ich sagen würde, wir gehen auf Wet. Er schlägt uns auch Wet vor als Startreifen und dann trocknet es ab. Mehr wissen wir noch nicht, das werden wir dann einfach sehen, was da dann da hinten passiert. Theoretisch, wenn alles so bleibt, kommen wir einfach zweimal an die Box. Der De Cesaris ist ja verunfallt, aber es scheint alles okay zu sein. Der scheint am Rennen teilnehmen zu können. Ich werde vielleicht hier rausballern am Start. Es ist natürlich gefährlich, bei Regen richtig rauszuballern. Aber
Irgendwie hätte ich schon Bock, mich da richtig zu verteidigen am Start. Wobei, andererseits, ich revidiere gerne mitten im Satz, was ich sagen wollte. Egal, machen wir das beim Berger. Let's go! Saison startet in Brasilien von 1 und 3. Es geht los. Und der Berger saust los. Er ballert voll und das merkt man, weil er konnte seinen Platz behalten, während seiner hier ein bisschen abgeschifft ist. Wir werden hier unten aber gleich sehen, wie dieses Risiko sich erhöht. Der Stress wird immer höher. Je nachdem, wenn er jetzt noch länger so ballert, dann wird der Stress halt immer höher für ihn. Und führt dann auch zu einer erhöhten Unfallwahrscheinlichkeit. Schon ist es im gelben Bereich. Das heißt, wir können immer so ein bisschen, könnten damit spielen und könnten sagen, ja, okay, dann wird vielleicht wieder ein bisschen, verlasse wieder diesen gelben Bereich. Und sobald er den gelben Bereich verlässt, könnte man wieder ballern. Und könnte das halt wirklich bis zum Exzess treiben. Exzess wäre dann eigentlich der Crash in dem Fall. Senna ist auf der 5. Versuchen wir mal ein bisschen zu ballern, dass der gute Ayrton auch mal nach vorkommt. Gelbe Flagge, da hat schon wen gerissen, den Panis. Olivier Panis ist verunglückt, da steht er. Da Olivier, da steht der Penis. Ja gut, dann Senna. Dann wird's nichts mehr pushen. Berger hat die schnellste Runde, dafür gibt es auch nochmal ein Pünktchen am Ende vom Rennen. Und ich werde einfach mal vorlaufen lassen. Reifenschaden bei Johnny Herbert. Reifenschaden, okay, krass. Dann muss er an die Box. Ist er über Trümmerteiler gefahren, offenbar. Senna, oh, frisst meine Staubschuhmacher. Majestätsbeleidigung hier. Krass. Der Ayrton, ja geil. Überholt bei den Rainmeister und geht auf die 2. Jetzt ist es soweit. Ja, okay, das hat sich schon gelohnt hier mit dem Überholen. Die mehr Power. Dachte, das hätte er überschrieben durch das Safety Car, aber offenbar nicht. Aber ja, passt. Da geht auf die 2. Der Gertschi kann sich gut absetzen. Und Senna und Hill, die sind gerade im Battle. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Windschatten hier auch gibt im Regen. Wie gut das geschrieben ist, das Spiel, wie gut das animiert ist. Ja, weil sonst wäre er jetzt im Windschatten. Der Senna. Berger sagt, er ist in der Zone. Ich weiß nicht, was genau er mit der Zone meint, weil es gibt niemanden vor ihm. Also kann es weder Windschatten noch DRS sein. Finde ich ein bisschen seltsam, diesen Spruch dann. Ich bin in der Zone. Also, ja, was auch immer. Alesi an der Box. Und der Ratzenberger. Da kommt er wieder raus. Quietscht den Brandl ein, sodass der Brandl nicht überholen kann. Und der Bär, der Gertschi, der Bärtschi-Gerger führt immer noch. Mittlerweile schon 9 Sekunden auf Hill. Den reicht's, der geht an die Box. Lässt einmal alles machen. Vor allem neue Wettreifen. Und legt wieder los und steht jetzt dem Alesi im Weg rum. Die Reifen halten aber eigentlich noch. Das passt dabei noch gut. Und es pisst ohne Ende. Da ist gerade das neue Wetter durchgekommen. Neue Weather Forecast. Und der besagt auch, holy shit, es regnet weiter. Spannend, dass die alle jetzt schon reinkommen, obwohl da noch eigentlich recht viel so
auf den Reifen ist, müssen wir mal den Abstand zu Schumacher im Auge behalten. Okay, bei dem nicht, aber vielleicht eher so Schumacher Alesi. Da wird es eher relevant. Gut, dass die halt miteinander battlen. Der Abstand wird schon kleiner. Und jetzt kommt Schumacher auch rein. Krass, oder? Dass die alle so zeitig reinkommen. Finde ich ein bisschen zu heftig. Könntest natürlich sagen, mit Senna kommen wir auch rein. Sicherheitshalber, aber ich sehe es ehrlich gesagt noch nicht wirklich. Nee, ich sehe es dabei noch nicht. Und der Abstand ist eigentlich echt gut. Das heißt, wir könnten auch noch in derselben Runde reinkommen. Schumacher ist ein bisschen durchgereicht worden. Und der Abstand auf Hill. 13,9. 14. 14,2. 14,4. Die wird immer größer. Also wann haben wir die richtige Entscheidung getroffen, würde ich mal sagen. Müssen wir aber jetzt halt genau im Auge behalten. Sobald der krass kleiner wird, müssen wir reagieren. Hier die Strategie ist bei allen gleich. Also er fährt gerade nicht irgendwie sparsam. 15,3, jetzt wird es weniger. Würde ich tippen. Das heißt, ich werde Nummer 2 an die Box holen, den Senna in dem Fall. Ich mag jetzt nicht, dass sich dann Berger und Senna auch noch betteln die ganze Zeit. Ich überlege, ob ich reparieren soll. Kostet aber halt 7,8 Sekunden dazu. Das ist schon viel, wenn es da um den Sieg geht eigentlich. Okay, schauen wir mal zu, wenn Senna gleich an die Box kommt. 15,35 der Abstand. Ja, okay. Würde gerade wieder ein bisschen mehr werden. Aber jetzt habe ich schon gesagt, dass er reinkommen soll. Das passt schon. Box, Box, Box. Das hat gut funktioniert. Guter Stopp. Und er kommt raus auf der 4. Auf der 4. Niemand, der ihm am Sack geht, hinter ihm. Und dann kann er jetzt aufholen auf Hill und Alesi. Und die haben die Reifen schon wieder ordentlich runtergerubbelt. So, und der Bertschi Gerger. Wie schaut es bei dem aus? Der überrundet fleißig. Abstand auf Hill haben wir 38, irgendwas. 37. 37, ja, es wird schon kleiner. Schon ein bisschen kleiner, aber hier auch wieder größer. Hill ist gerade beim Überrunden, vielleicht auch deswegen. Ja, komm. Komm, Gertschi, komm an die Box. Box, 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 Gertschi. 38. Wird sogar gerade nochmal größer. Aber wie gesagt, lass uns nichts riskieren. Pan ist bisher der einzige Ausfall. Und Senna holt fleißig auf. So, ab geht's an die Box. Box, Box, Box. Jos Verstappen hat einen langsamen Boxenstopp. Was für eine Katastrophe, ist uns völlig egal. Der Gerci geht wieder raus als Führender. Mit einem Abstand von 9,4 Sekunden auf den Hill. Das sieht dabei ganz okay aus. Gelbe Flagge. Den Barrichello hat es gerissen. Ja, ich meine, die Reifen von Hill und Alesi sind nicht mehr top. Theoretisch könnten sie das jetzt nutzen, um an die Box zu kommen. Schauen wir mal, ob sie es machen werden. Es kommen auf jeden Fall ein paar an die Box. Bei uns bringt es, wie gesagt, gar nichts. Ja, kommen beide an die Box. Ja, okay. Bisschen unrealistisch, dass Alesi so schnell abgefertigt wird. Das müsste eigentlich länger dauern. Aber ja, die haben das gut ausgenutzt. Die gelbe Flagge hat denen sehr gut in die Karten gespielt.
Aber bei uns war es jetzt auch nicht so verkehrt, weil ich meine, wir waren ja erst gerade an der Box. Also, das passt schon. Das passt schon. Immer noch gelbe Flagge. Und der Berger. Schauen wir mal, ob er weiter seinen Abstand ausbaut auf Senna. Das Rennen wird regnerisch zu Ende gehen. Ziemlich sicher. Jess sieht sehr stark danach aus. Oha, nur noch 13 Sekunden Abstand. Was ist denn da gerade passiert? Und gelbe Flagge, den Mika hat's gerissen. Mika Häkkinen ist verunglückt. Aber es lohnt sich immer noch nicht wirklich an die Box zu kommen. Weil der Senna kann durchfahren, knapp aber doch. Und der Berger kann locker durchfahren. Wenn wir auf dem aktuellen Push-Modus bleiben. Hill und Alesi werden auch durchfahren können. Ja, kommt drauf an, wie die ballern. Ja, werden wir schauen. Aber wahrscheinlich werden die auch durchfahren können. Wird ein spannendes Battle. Ob Hill noch aufholen kann. Auf Senna. Alesi ist ja direkt im Windschatten. Schumacher 5, Larini, Ratzenberger. Stark, ey. Dieses Team ist ja auch krass gut. Beide stark dabei. Verstappen immerhin auf die 11 vorgekommen. Ja, und schon drei Ausfälle. Mika Häkkinen, Rubens Barrichello und Olivier Penis. Der Motormodus war rot. Also der Motormodus war gelb, aber der andere hier, der Push-Modus, der war rot bei Panis. Das hat vielleicht zum Ausfall geführt. Eventuell. Ja, und wir überrunden einfach schon mal den Brandl mit dem Berger. Senna hat jetzt die schnellste Runde. Berger kann sich nicht konzentrieren. Senna kann sich auch nicht konzentrieren. Eieiei, was ist da los, Leidl? Berger überrundet den Ratzenberger. Die beiden Österreicher hintereinander. Abstand. Gute 14 Sekunden. Und dahinter, ja, 20 Sekunden dahinter dann Alesi und Hill. Wir haben die Runde 27 von 33. Der Senna ist in der Zone. Was für eine Zone auch immer. Aber solange er gut fährt, passt das ja gut. Fittipaldi muss nochmal in die Box. Meine Reifen gegen den Geist auf. Komm ich bald an die Box? Nee. Wobei, du musst nochmal rein. Shit. Habe ich ja gerade voll verpasst. Was mache ich denn für einen Scheiß? Wann bin ich denn auf Pushen gegangen beim Senna? Oh, das war ja mal scheiße. Oh, Kacke. Ja, okay, Senna. Ja, du hast recht. Deine Reifen geben auf. Ja, gut. Da ist was dran. Eventuell. Komm nochmal an die Box, Kollege. Ja, scheiße. Ja, okay, dann wird das nochmal knapp. Oh, Platz 2. Der Ayrton. Dann habe ich pushen lassen, aber viel hat jetzt nicht aufgeholt im Vergleich zum Gietschi. Boah, wenn er jetzt ausgeschieden wäre, ey. Oh, oder noch tut. Das war keine gute Idee. So, Abstand 22,5 auf Dämon Grill. Stopp hat gut funktioniert und wir werden durchgereicht. Ja, scheiße. Okay, Senna. Du warst doch gerade voll am Pushen. Dann hol dir doch da den Platz zurück. Die Reifen von Hill und Hilf und Alesi sind voll ausgelatscht. Da wird nicht mehr viel gehen bei denen. Dass der Schumacher nicht mithalten kann hier im Benetton. Krass.
Die beiden sind ein Punkt. Und zack, da gehen wir vorbei. Fresst meinen Staub. Während sich die miteinander beschäftigen, können wir da durchschlüpfen. Und gucken, hoffentlich schaffen wir es irgendwie, den Platz zu behalten. Und bei Berger werde ich übrigens mal hier komplett auf alles scheißen. Mal komplett sagen hier, reduzier bitte alles. Nicht, dass da irgendwas passiert. Ich hätte halt gerne noch ein bisschen Abstand, bevor ich das Pushen weglasse. Mach mal Kraftstoff und gehen dafür beim Dings ein bisschen runter hier, beim Stress. Ich habe echt gerade einen Stress beim Zugucken, muss ich sagen. Das ist schon gefährlich, was wir hier machen mit Senna. Was wir hier rundenlang gemacht haben, das hatte ich voll nicht am Schirm. Gefährlich, gefährlich. Gut, dass der geschrien hat mit den Reifen. Ich dachte schon, ja, ja, Senna als Maul, aber... Da hat er einen validen Punkt gehabt, muss ich sagen. Okay. Ja, aber passt. Passt. Wir sind beim Stress wieder auf einem guten Level. Berger kann sich nicht konzentrieren, obwohl der komplett auf Soft fährt. Und irgendwen hat, also auf Soft, auf nicht pushen. Und irgendwen hat es gerissen, nämlich den De Cesaris. Das heißt, das Ganze wird unter gelber Flagge ins Ziel gehen. Und wir haben es gerade geschafft, mit dem Senna vorbeizukommen an Hill und Alesi, was natürlich super nice ist. Ja, mit den Reifen kommen wir mit sehr stattlichen Reifen ins Ziel und wir schaffen es wirklich, einen fetten Doppelsieg zu feiern. Senna flucht immer noch so ein bisschen. Auf der einen Seite ist das Qualifying halt komplett in die Hose gelaufen für ihn. Da ist er auf die falschen Reifen losgeschickt worden. Reifenschaden bei Verstappen schon wieder. Der hat aber auch Bock. Und dann im Rennen, ja, hat er keine Chance gehabt gegen Berger. Und dann verkacken wir ihm auch noch die Reifenstrategie. Da muss er auch nochmal ganz knapp vorm Ende an die Box kommen. Auf Vollstoff fahren im Regen. Also war schon echt eine Nummer, die wir ihm da aufgebürdet haben, aber hey, es hat massiv zur schnellsten Runde gereicht, offenbar. 2:30. Oh. Und immerhin gibt es nochmal einen Bonuspunkt für ihn, für den Senna. Und jetzt können wir spritzen. Los geht's. Piu. Oh yeah. Wie der Hill guckt. Total grumpy. So eine Scheiße. Ja, wer. Dieser Unfall zwei Runden früher gekommen, wäre Hill vielleicht Zweiter geworden. Der hat es immerhin geschafft, den Alesi auf Distanz zu halten. Immerhin für ihn. Ja, und für uns gibt es einen fetten Doppelsieg mit Berger vor Senna. Wer hatte damit gerechnet? Ich natürlich. Williams 44 Punkte, die maximale Punkte-Geschichte mitgenommen. Sehr geil. Ausgezeichnet. Berger Takeuchi mit 25 Punkten, Senna 19 Punkte. Ja, das Punktesystem ist halt Schrott. Das passt halt nicht zu der Zeit. Da sollten es eigentlich 10, 6, 4, 3, 2, 1 sein für die ersten 6 Fahrerpunkte und nicht wie hier für die ersten 10. Naja, wird sich der Frenzen freuen, dass er auch noch ein Pünktchen kriegt. Also, Berger gewinnt vor Senna, Hill, Alesi, Schumacher. Relativ enttäuschend, weit abgeschlagen. Larini, Ratzenberger, sehr gut für Minardi. Dann erst McLaren mit Brundle, Blundell und der Frenzen holt den letzten Punkt. Dann auch noch den Jos de Bos, der 2 Reifenschaden mitgenommen hat. Für ihn auch was dabei, immerhin. Katayama, Urban, Fittipaldi, Morbidelli. Ich glaube, Herbert ist ausgeschieden, oder? Ab Herbert, De Cesaris, Häkkinen, Barrichello und Panis ausgeschieden. Williams führt vor Ferrari, Minardi auf dem 3. Platz, crazy. Benetton, McLaren, Tyrrell, Sauber, Jordan, Lische und Fußarbeit. Sponsor-Herausforderung verfügbar. Einige Sponsoren
haben uns interessante Sponsoring-Angebote für die kommende Veranstaltung unterbreitet. Wir sollten sie uns ansehen. Das aber, liebe Leute, erst in der nächsten Folge und dann geht's nach Francis Hollow. Das war doch mal ein geiler Start, wenn ich mir hier unsere Karre ansehe mit den Prozenten. Das sieht nicht mehr ganz so geil aus, aber ich freue mich schon auf jeden Fall massiv auf das nächste Mal. Sage ich danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir uns in England. Bis dann, Leute. Ciao. In the 70s, racing was raw, ruthless and unforgiving. On a fateful Sunday, disaster hit, changing our lives forever. Now, it's your turn to lead your team to glory.